Ein Würmchen oder eine Raupe. Ist aber sehr versteckt hier. Ich wäre auch gleich einfach querfeldein gehen können. Naja. Okay. Ist, glaube ich, wieder falsch. Ach, Slive heißt sie nicht? Sylvie? Hab ich vorhin Sylvie gelesen? Slive-Zufluss und da stand gerade Slive-Zufluss. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Naja, auf jeden Fall eine auferstandene Leiche, die müssen wir ja, glaube ich, auch, genau, wieder auferstanden. Ja, die verbrennen wir jetzt einfach mal hier. Im Wasser? Ernsthaft? Naja. Wir verbrennen im Wasser Leichen. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Eine giftige Pflanze, die zerstören wir gleich mal. Haben wir zwar selber jetzt einen kleinen Schaden erlitten, aber der geht schon wieder vorbei. So, was ist da vorne? Ah, ein Hainhüter, den können wir. Oje, da ist jemand. Na. So, probieren wir es gleich mal aus. Einfach F drücken und hier rechts wird angezeigt, was wir bekommen haben. Und da können wir dann entsprechend auch ins Inventar schauen, wenn es uns denn interessiert, was wir da aufgesammelt haben. Hallo, Gerak. Da ist was, eine auferstandene Raupe. Geld und einen grünen Giftbeutel. Jetzt wird es ein bisschen grau, habe ich das Gefühl. Ein Haufen giftige Pflanzen gibt es hier. Da ist wieder ein Hainhüter, der gestorben ist. Eine Leiche. Ja, das sieht jetzt hier schon besser aus. Die liegt auf dem Strand und nicht im Wasser. Das wäre nämlich neu gewesen, wenn... Naja, wenn man im Wasser brennen könnte. Klar kann man kein Wasser brennen. Mit bestimmten Zusätzen, aber... Eine Leiche? Naja. Na, ich habe das Gefühl, die wollen alle nicht wiederbelebt werden. Weil die sowieso alle gleich wieder durch diese Raupen da eliminiert werden. Da ist wieder eine auferstandene Leiche. Tod. Tot. Nix gut. Schlecht. Tot. Tot gut. Tot nix gut. Nix guter Tot. Wiederbeleben. Gut. Aber ich glaube, da kommt jetzt auch wieder so ein Würmchen raus. Den Göttern sei Dank, dass ihr da wart. Das geht sogar. Sehr schön. Und damit wäre diese Aufgabe auch wieder erledigt. Jetzt regnet es auch noch bei uns draußen. Ist es, also, wenn ich so aus dem Fenster rausschaue, da ist es sonnig. Endlich. Ups. Und hier regnet es. Wo ist denn hier eigentlich unsere Auftragsgeberin? Ist es das hier? Ja, das war sie. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach wieder zurück, um unsere Belohnung abzuholen. Vielleicht hat er sie jetzt endlich ein Reparaturkit. Man kann nie genug lernen. Die Morgenspirale haben wir jetzt entdeckt. Wahnsinn. Auch wenn es jetzt ein bisschen trüb ist, sieht trotzdem richtig toll aus. Eine Dschungelraupe. Wow. Sieht schon Hammer aus. Ich mag das Spiel. Vor allem die Landschaft. Das ist echt, echt genial. Also ich habe auch noch einen anderen Charakter, einen Lorn. Und da ist ja die Landschaft. Die sieht zwar nicht genauso aus, aber die ist auch vom Feeling her und von der Gestaltung ist das einfach
Da gibt es manchmal echt Wow-Momente oder Momente, wo dir die Klappe runterfällt. Weil es einfach so super aussieht. Boo steckt in Schwierigkeiten. Bitte geht nach Norden und helft ihm. Boo steckt in Schwierigkeiten. Bitte geht nach Norden Ja. Wir werden jetzt nicht unbedingt gleich nach Norden gehen. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die Sachen an. Was ist denn hier los? Ach, die gehen jetzt alle nach Norden, oder wie? Wartet hier. Wir gehen erkunden. Ist das ein Event? Das ist doch kein Event, oder? Da ist eine Wegmarke. Naja. Schauen wir uns einfach an, was er jetzt hier hat. Die Junkerin Keilich. Danke, dass ihr uns geholfen habt, die Untoten aufzuhalten. Solange Zaitan in dieser Welt verweilt, wird meine Reise weitergehen. Aber den Gefahren zu trotzen ist leichter, wenn man weiß, dass andere einem dabei helfen. Habt ihr vielleicht ein Andenken für meine Anstrengungen? Einen grünen Talisman? Naja, bringt uns nicht wirklich was, der Langbogen bringt uns auch nichts. Untote Abscheulichkeit. Also, fraglich, ob die Hainhüter das allein schaffen. Schrott verkaufen. Passt auf euch auf. Das ist eine Kauffrau, vielleicht hat sie jetzt hier endlich ein Wiederverwertungskit. Ja, kompaktes Wiederverwertungskit, dann nehmen wir einfach gleich mal was. Und kaufen uns auch ein paar Werkzeuge, was wir die brauchen, seht ihr gleich. Im Norden haben sie gesagt, ist was. Sieht man das hier? Nicht unbedingt. Wir werden jetzt sowieso auf dem Weg hier hoch wahrscheinlich etwas mitbekommen. Von dem her gehen wir jetzt da einfach mal hin, würde ich sagen. Gehen wir nach Norden. Wir haben noch einen Brief von Keilich. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich die Untoten erschüttern. Ich werde nie vergessen, was uns am Slaive-Zufluss widerfahren ist. Fast wären wir gestorben. Ihr sollt wissen, dass ihr hier Freunde habt, wohin auch immer euch... Wohin auch immer euch die Jagd bringt. Keilich. Veit, ja, was willst du denn? Lass dein Unrecht nie zu Bösem reifen. Wundervolle Tierwelt. Habt ihr das gesehen? Ein riesiger Moskito ist gerade vorbeigeflogen. Offenbar auf der Suche nach einem Schwarm, um sich zu paaren, wenn sie Erfolg hat. Macht sie mehr Moskitos? Viel, viel mehr. Wir werden überrannt und sie plagen die Tiere hier. Das wird übel. Ich werde sie aufhalten. In welche Richtung ist sie? Ein Event. Moskitoweibchen, das ist da drüben. Allein? Wollt ihr mich veräppeln? Allein schaffe ich das nicht. Ist denn hier kein anderer Spieler da, der mir helfen will, könnte? Hört sich an wie so ein Mofa. Naja, probieren wir es einfach. Kann ja nur schlimmer werden. Aber nee, das sieht schlecht aus. Wenn nicht, muss man einfach mal wegrennen. Vielleicht klingt das was. Ah, der Rasenmäher folgt uns. Verdammt. Sind in die Höhlen gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Das ist mir egal. Würdet ihr für mich nach ihnen sehen? Nein, ich habe hier ein Rasenmäher hinter mir. Gut. Weg. Tja, das wird jetzt hier ein interessantes Spielchen. Der Rasenmäher, der folgt uns immer noch, aber der wird nicht mehr lang brauchen, bis ihr hinüber ist. Die Fauna hier ist unruhig. Ja, wie ich. Etwas in diesen Höhlen scheint sie aufzuwühlen. Guter Mann, ich kann dir jetzt aktuell nicht helfen, weil ich selber einen Rasenmäher hinter mir habe. Und den muss ich jetzt erstmal... Och, nö, jetzt ist er wieder... Schade. Schade, aber solange uns da kein anderer hilft, haben wir da keine Chance gegen den Brummer. Von dem her kann ich den leider nicht fertig machen. Schade.
Ist auch kein anderer Spieler in der Nähe, der mir da helfen könnte. Weil zu zweit würde ich den locker fertig machen. Nee. Da kommt keiner. Da ist keiner in der Nähe. Schade. Naja, okay. Oh, da ist das Moskitomännchen. Das ist wahrscheinlich von der Quest her. Von dem Event her noch der. Ah ja, da ist keiner. Kann man vergessen. Oh, der Rasenmäher hat mich gesehen. Nein, 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 nein. Nein. Da locken wir ihn wieder ein bisschen weg. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Was soll das nochmal probieren? Aber das sieht schlecht aus. Da kommt keiner. Jetzt irgendwie helfen könnte. Oh je. Weg mit uns. Jetzt laufen wir einfach mal dahin, wo wir. Ach, nö! Nö, 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 nö. Du warst doch vorhin nicht so schnell, du Rasenmäher. Der lädt sich wieder auf, habe ich das Gefühl. Nee, das hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn, lass muss. Da ist doch jemand, der uns helfen könnte. Komm! Ja, sehr schön. Vielleicht schafft man ja jetzt. Ein Waldläufer, so wie das aussieht. Ich fühle mich erneuert. Ich muss dann aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Ja, das geht, das geht. Sehr schön, cool. Cool, sehr toll. Was hat er denn dabei? Östlich davon, nee, das war nicht jemand von uns. Aber damit hätten wir das Event doch dann schließlich geschafft. Was haben wir denn bekommen? Wir haben eine ganze Menge bekommen. Inzwischen alle Sammelgegenstände lagern. Und jetzt werden wir hier angestupst. Nutzt du zwei Schwerter? Ja. Ein Schwert und ein Dolch aktuell. Ein Schwert und einen Dolch. Also, I. Haben wir noch was, was wir aufmachen können? Was ist denn das schön? Das ist eine Perle plus 3 Heilung. Also wir können ja auch diese einzelnen Gegenstände hier aufwerten. Da steht immer freier Aufwertungsplatz. Da könnten wir Sachen rein tun, wie zum Beispiel Diamanten, Juwele, ein großer Dolch. Juwele oder andere Sachen, die uns dann eben Boosts bringen. Das können wir auch bei unserem hier machen. Da steht auch überall freier Aufwertungsplatz.